Was sagst du dazu, wenn in den Medien so Vorwürfe gegen dich veröffentlicht werden? Fühlst du dich dann oft missverstanden in dem, was du vielleicht gesagt hast? Also du hast ja gerade schon gesagt, dass du es vielleicht nicht so gemeint hast eigentlich. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass die Medien in meinem persönlichen Interesse handeln. Das bedeutet, ich lege keinen Wert darauf, ob irgendeine Zeitung XYZ irgendwie was Gutes über mich schreibt. So. Wenn eine Zeitung etwas über mich schreibt, so, dann werde ich mich darüber informieren und werde dementsprechend bei falschen Behauptungen sozusagen halt meine Medienanwältin einschalten. So. Weil das halt eine Art und Weise ist, um mich halt gegen falsche Behauptungen und Tatsachen halt wehren zu können. Aber ansonsten ist mir das relativ egal, was die Zeitungen und auch die Fernsehsender oder auch die Radiosender so erzählen. Es sei denn, wenn es dann irgendwann mal wirklich so ein bisschen persönlich wird, aber selbst das, was mich so bei KISS irgendwie vor Jahren gestört hat so und ich persönlich genommen habe, würde ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr persönlich nehmen, weil da bin ich auch ziemlich relaxed geworden, aber auch geschuldet dem Tod meiner Mutter, der Hochzeit oder der Heirat meiner Frau und der Geburt meiner Kinder und so. Das sind alles Sachen, die mich immer wieder runterholen und relaxter erscheinen lassen und mich einfach so auf andere Dinge besinnen lassen so. Und ist teilweise auch angenehm so, aber es das heißt nicht, dass ich mich nicht jederzeit streiten könnte mit irgendjemandem. Also ich habe jetzt nicht, habe jetzt keine Kreide gefressen oder sonst irgendwas. Wenn ich Bock habe, so, dann sage ich dir, man halt's Maul. So ganz einfach. Wie, was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, du sollst Maul halten, Alter. So. Ja, Moment mal, das ist nicht okay. Ich sage, ja, trotzdem halt einfach die Fresse. So. Wir brauchen jetzt auch nicht weiter reden, so, sondern das ist jetzt so meine Meinung. So. Und da habe ich auch keine Angst, wenn es denn angebracht wäre für mich persönlich, so halt auch jemanden halt auch mal die Meinung zu geigen. So.